So, weiter geht's mit Risen. Wir waren als letztes an diesem schönen Teich gewesen hier und suchen uns jetzt neue Aufgaben, um hoffentlich langsam mal wieder aus diesem Lager herauszukommen, beziehungsweise eben um dessen Anführer zu finden. Da haben wir ja bisher, den haben wir ja bisher noch gar nicht gesehen. Und da hoffe ich nur mal, dass wir nochmal diesen Tempel eventuell hier vorne. Dass wir irgendjemanden finden, den wir hier. Später vielleicht. Ja. Den wir ein bisschen nerven können, ja. Apple kennen wir schon, Schurken kennen wir schon. Suchst du was? Ja, der will uns nicht durchlassen. Keinen Schritt weiter. Ah, verdammt. Aber jetzt will jetzt mal tagsüber, jetzt sieht man wenigstens was. Tja, wir haben aber hier. Gibt's was Wichtiges? Ich sag lieber nichts mehr, ja. Ah. Der Sumpfbauer schickt mich mit 10 Flaschen seines Bieres. Na endlich, ich brauche das Zeug, gib es mir. Moment. 100. Robert will 50 Goldmünzen. Was? Das ist doch wohl die Höhe. Na gut, ich habe ja auch keine andere Wahl. Hier hast du sie. Jetzt her mit dem Bier. Übrigens, Oga kassiert Schutzgeld von den Leuten hier im Lager. Was? Bist du dir das sicher? Das wäre schon ziemlich dreist. Findest du nicht? Ich kann nur für dich hoffen, dass du diese schweren Anschuldigungen beweisen kannst. Ich arbeite daran. Sehr schön. Du musst jetzt nicht nachreden. So, Schutzgeld. Dann werden wir jetzt gleich wieder zu dem Pony dort hochgehen und. Craig? Ah, Craig war glaube ich der Glücksspieler. Ich will wissen, wer dort oben war. Aber dort oben war auf jeden Fall auch noch jemand, der so ähnlich hieß. Oder wenn er das nicht sogar war. Ich kann mir die Namen leider nicht alle merken. Also, vor allen Dingen sehr viele amerikanische Namen. Wobei ich denke, das Rollenspiel ist deutsch. Also deutsches Entwicklerstudio. Ja, das ist auf jeden Fall Abendrang. Ja. Clay heißt der. So, fragen wir mal, ob der was weiß. Und der hat nichts. Der verkauft bloß. Ja, was mir auffällt bei Ryzen hier, eben diese Videogrößen sind äußerst unterschiedlich. Manchmal sind es nur 30 Megabyte für so ein 10 Minuten Video. Ja, manchmal sind es aber fast 200 Megabyte. Kommt drauf an, ob Tag oder Nacht ist. Ah, Moorleichen. Die hartnäckigen Moorleichen auf deinem Hof sind erledigt. Ach, du kannst dir nicht vorstellen, welchen Dienst du mir damit erwiesen hast. Ich danke dir. Nimm dies als Anerkennung von mir. Wir haben eben jetzt die Moorleichen von dem zufällig getötet und das ist ja uns natürlich gleich was wert. Ich habe dein Bier bei Rachel abgegeben. Sehr gut, Junge. Hast du das Gold bekommen, worum ich dich gebeten hatte? Ja, wir wollen ja lieb sein. Hier ist es. Jetzt bin ich aber platt. Gut gemacht, mein Junge. Ich danke dir. Das werde ich mir merken. Beim nächsten Mal kannst du auf mich zählen. Ja, dann bringen wir mal was bei. Ja, das. Ich brauche irgendeinen Beweis jetzt von diesem Rohbau. Schutzgeld. Ich will jetzt nicht runter, das ist glaube ich nicht so gut. Ich habe auch diesen Idioten immer noch nicht gefunden hier, dieser. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt. Da haben wir eben dieses Schutzgeld hier. Quatsch, dieses Schutzgeld, der hier mit dem Geld abgehauen ist und verschollen ist. Ja, das mit dem Schutzgeld, das finden wir jetzt raus. Keine Ahnung, wer mich jetzt hier mit dem Schutzgeld, weil wir da weiterhelfen können. Ich brauche einen Beweis dafür, dass Ober Schutzgeld kassiert. Mal gucken, da müssen wir einfach mal jeden anquatschen, denke ich mal. Phil? Kann ich was von dir lernen? Du bist doch ehrgeizig, was? War ich auch mal. Abgesehen vom Kampf gibt es ein paar nette Talente, die du drauf haben solltest. Schleichen, Schlösser öffnen, Taschendiebstahl. Das ist schön. Diese nützlichen
Sachen kann ich dir beibringen. Gut. Ja. Ich will ein besserer Dieb werden. Also schleichen. Gut, okay, brauchen wir nicht unbedingt. Taschendiebstahl. Könnte uns vielleicht was bringen jetzt bei diesem Beweis. Aber ich werde auf jeden Fall Schlösser knacken erstmal. Viele Schlösser haben einen Sperrbolzen, den du erst runterdrücken musst, um das Schloss zu öffnen. Anschließend kannst du mit dem Dietrich in alle Richtungen drücken, bis das Schloss offen ist. Aber sei vorsichtig. Wenn du in die falsche Richtung drückst, kann es passieren, dass dein Dietrich abbricht. Ja, okay. Falls wir jetzt irgendwelche Truhen finden sollten in der Wildnis, hoffe ich mal, wie bei Gothic 2, die sind meist abgeschlossen und ja, da bringt uns dieser Fähigkeit schon einiges weiter. Ne, das mit den Betten machen wir jetzt noch nicht. Wie gesagt, ich will auch ein bisschen Geld verdienen. Reißt Schutzgeld ein? Nicht so laut, du Idiot. Muss ja keiner wissen. Bis auf die Leute, die das Schutzgeld bezahlen sollen. Ah, das kann dir doch egal sein. Okay. Wir speichern mal ab und knacken eine Truhe. Mal gucken, was er da so hat. Ob da was drin ist. Kerzenleuchter, Lichtzauber, Heiltrank, Pfeil, Goldene und so. Nehmen wir einfach mal alles mit. Leider keine. Wenn du hier Ärger machst, schmeiß ich dich raus. Na, er hat's nicht gemerkt, der Trottel. Jetzt haben wir seinen Kerzenleuchter geklaut. Ich werde aber trotzdem gucken, was es hier noch gibt. Was riechst du hier? Nichts. Meine Fresse. Mensch, man muss da irgendwann noch was. Was sagst du jetzt? Du reißt schon dein Herzchen, ne? Er ist ein Mistkerl. Ja, ja, man möchte ihm am liebsten den Hals aufnehmen. Das ist mir doch schön. Ich will bei euch mitmachen. Na gut. Ich erkläre dir jetzt mal ein paar Dinge, Kleiner. Der Don sitzt in seinem Tempel und hat sich schon seit Tagen nicht mehr hier draußen sehen lassen. Seine Frau Rachel versucht seitdem das Lager hier draußen zu leiten. Wenn du es schaffst, Rachel von dir zu überzeugen, wärst du sicher ein ganzes Stück weiter. Verstehe, Rachel. Nicht so schnell, Kleiner. Die Sache hat einen kleinen Haken. Lass mich auf. Ich sehe, du bist schnell. Ja. Die Wache oben, das lässt mich nicht vorbei. Tatsächlich. Hast du die Sache hier wohl leichter vorgestellt, was? Der Don will nur die besten Leute in seinem Tempel sehen. Oder solche, die ihm wertvolle Geschenke bringen. Geschenke? Frag mal unseren Schmied Oskar danach. Er ja, hat schon vielen hier. Das Goldschwert bestimmt. Oskar ist ein guter Goldschmied und der Don steht auf ausgefallene Dinge, die aus Gold gemacht sind. Was weißt du über Bruchstücke eines Goldschwertes? Ich weiß, dass Oskar solche Bruchstücke sucht. Und ich weiß, dass ausgerechnet Burger eins dieser Bruchstücke hat. Tja, und damit Ende der Geschichte. Wenn Oskar das Ding haben will, muss er Burger umhauen, um daran zu kommen. Meinst du, Oskars Goldschwert würde dem Don gefallen? Du willst Oskars Goldschwert, um beim Don vorgelassen zu werden, was? Wenn es so wäre? Naja, erstmal müsstest du alle Bruchstücke des Schwertes binden. Ja, das Schwert ist scheinbar... Dann müsste Oskar das Schwert wieder zusammensetzen. Der Schlüssel zum Ziel. Und dann musst du dir was einfallen lassen, wie du es Oskar wieder abnimmst. Könnte funktionieren. Aber das wird nicht einfach. Weißt du, wo ich die goldenen Bruchstücke finden könnte?
sagen.